Viele brillante Ideen entstehen ja, wenn kluge Leute keine Lust haben, lästige Aufgaben immer und immer wieder machen zu müssen und sie deswegen automatisieren. So ist es auch bei unserem nächsten Projekt InstaNote. Die Leute hier in dieser Gruppe nämlich, das sind Erik, Lennart, Benedikt, Julian, Leo, Marius, Martin und Malte, haben, wenn ich das richtig verstanden habe, die Mutter aller Schulpräsentationen kreiert. Und das erklären sie uns jetzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sind ja alle immer noch Schüler und von Lehrern gibt es immer mal wieder die Aufgabe, macht jetzt mal eine Präsentation über dieses Thema. Und diese Präsentationen sind anstrengend und schwierig zu erstellen und ziehen viel Zeit ab. Und deshalb haben wir uns überlegt, wie können wir diese Präsentation prozedural erstellen, ohne viel Aufwand. Und das ist das, was wir gemacht haben. Genau, um halt eine Präsentation einfach zu erstellen, braucht man natürlich auch Daten. Und wir haben unsere Präsentation zum Leben erweckt mit der Hilfe der coolen Schwester von Wikipedia, und zwar Wikidata, an die wir halt alle unsere Anfragen schicken und halt ganz viel zurückbekommen, weil es ist die größte Datenbank der Welt, die öffentlich zugänglich ist, mit über 50 Millionen Themengebieten. Und die war so ziemlich das Beste, was man hätte machen können für dieses Projekt. Wir hatten auch vor, dann sämtliche Themen irgendwann zu verwirklichen, also daraus dann Präsentationen zu machen. Aber für diesen Prototypen haben wir uns auf Städte und Länder fokussiert. Das Backend ist im Moment mit Java geschrieben und wird auch so bleiben. Und damit das auch gut aussieht, muss es natürlich auch ein Frontend geben. Fürs Frontend haben wir als Technologien Angular von Google benutzt. Das ist ein Framework, womit man einfach und gut Webseiten erstellen kann. Und für die Erstellung der Präsentation am Ende haben wir Reveal.js verwendet, womit man am Ende eine Präsentation als Website haben kann. Zusätzlich haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie das Design einer solchen Website sein sollte. Ja, und weil wir es tatsächlich geschafft haben, das alles zum Laufen zu kriegen, zeigen wir euch jetzt einmal im Prototypen. Als erstes am Beispiel von Berlin einfach. Leo wird jetzt einfach Berlin eingeben und wir werden direkt eine vollständige Präsentation davon kriegen. Angefangen mit einem Titelbild. Als nächstes kriegen wir ein paar Fakten wie Bevölkerung, Beschreibung und Area. Und auch nochmal als nächstes die Karte. Und damit wir euch zeigen können, dass das hier nicht einfach nur alles hart reingecodet ist, gehen wir jetzt nochmal raus. Genau. Machen uns jetzt nochmal ein Ankara als Beispiel. Und da kann man auch nochmal durchgehen. Und wie gesagt, wir können es auch an Ländern machen, deswegen testen wir jetzt nochmal China. Und da funktioniert auch alles. Zuletzt wollen wir uns noch bei unseren Mentoren bedanken, die uns ermöglicht haben, Wikidata zu nutzen und uns gezeigt haben, wie wir die super Query-Sprache Sparkle von Wikidata nutzen und so all diese Informationen in unsere Präsentation reinladen. Vielen Dank. Also ich hatte den Eindruck, das Publikum ist sowieso schon sold bei eurer Idee, aber wollen wir das mal kurz testen mit einer Stadt aus dem Publikum, um nochmal zu beweisen, dass es wirklich mit allem geht? Können wir gerne machen. Bielefeld, eindeutig, alle wollen Bielefeld. In dieser Präsentation gibt es Bielefeld. Super, sehr gut, vielen Dank. Das ist ja jetzt, ihr hattet ja immer an die Schule gedacht und an diese, ja, Applaus für Bielefeld und für das Team. Ihr hattet ja jetzt immer diesen Anwendungsfall, diese nervigen Präsentationen, die ihr in der Schule machen müsst, aber könnt ihr euch auch vorstellen, damit noch was Spaßiges zu machen? Gamification, PowerPoint, Karaoke damit für Partyabende oder das in diese Richtung noch zu erweitern? Also dafür war das auch eigentlich ursprünglich gedacht. Aha! Genau, so ist nämlich die Idee entstanden dahinter und wir haben das einfach nur für einen praktischeren Zweck umgeformt.
Aha, also ihr hattet erst die Idee für das Spaßige und habt gedacht, das verbindet ihr mit dem Nützlichen. Ja. Sehr gut, sehr guter Ansatz. Ganz vielen Dank nochmal an Instanote.